Fangen wir an mit einem anderen Klassifikationsbeispiel. Also eben haben wir jetzt Bildchen von Ziffern klassifiziert und wollten wissen, welche Ziffer das ist. Jetzt klassifizieren wir die wieder unsere Blumen, die Irisblumen, ja. Und da ist jetzt mal so eine Teiltabelle, habe ich da mal rausgeschnitten. Und zwar habe ich mir 5 Beispiele von der Sorte Setosa rausgeschnitten und 5 von der Versicolor. Das ist also eine ganz kleine Dataset mit nur 10 Datenpunkten, ja. Und zwar habe ich auch nicht mehr die Petal Lengths und die Petal Width, die habe ich auch weggeschmissen. Das heißt, ich habe es jetzt mal reduziert auf 2 Merkmale. Das ist also eine schöne, kleine, übersichtliche Dataset, die wir hier sehen. Und die wir hier wunderbar visualisieren können, so mit so einem zweidimensionalen Scatterplot. Ja, ich habe nur noch 2 Merkmale, also brauche ich auch nur 2 Achsen. Und dann habe ich die 2 Farben, Blau und Rot, jeweils für die unterschiedlichen Sorten. Ja, das heißt also, diese Trainings-Dataset, wenn man so will, mit der jetzt mein Machine Learning-Verfahren trainieren soll, können wir also wunderbar visualisieren mit so einem Plot. Ja, das sind also die Trainingsdaten. Und 2 Klassen, wie gesagt, nur noch 2 Features. Und wenn wir das jetzt haben, können wir jetzt eine Frage stellen. Das sind jetzt unsere Trainingsdaten und jetzt kommt ein neuer Punkt rein. Ja, wir wollen jetzt ja automatisch irgendwie ein Programm haben, der uns für einen neuen Punkt sagt, ist das jetzt Iris Setosa oder ist es Iris Versicolor? Ja, also wir wollen also automatisiert so einen Classifier erzeugen, aus den Daten heraus. Gehen wir da ganz intuitiv mal ran, wie wäre das denn hier, wenn wir jetzt hier eine neue Messung hätten, also wir hätten hier 6,2 cm gemessen und hier 2,3 cm, irgendwie sowas. Was würden wir jetzt intuitiv sagen? Ist das jetzt Setosa oder ist das jetzt Versicolor? Haben Sie da, ja? Das wäre Versicolor. Wie, woran haben Sie das jetzt festgemacht? Mhm. Und der neue Datenpunkt ist jetzt eben auch in diesem roten Bereich. Genau richtig. Also, es ist also so, ich weiß nicht, ob das mit aufgezeichnet ist. Es gibt also einen roten Bereich, scheinen wir hier so zu sehen. Ja, obwohl wir nur einzelne Punkte haben, scheint es so zu sein, dass dieser Bereich hier unten eher rot ist. Und es gibt einen blauen Bereich oben in der Ecke. Und wenn wir jetzt also ein X haben, was in diesem roten Bereich landet, dann sagen wir, dann ist es wahrscheinlich die gleiche Sorte wie die anderen roten Punkte hier. Ja. Also so einfach. Jetzt ist das Beispiel natürlich so einfach, dass ich auch mit if-then-else was programmieren könnte. Ja, das ist also, jetzt könnte ich natürlich sagen, falls die sepal width irgendwie größer als 2,8 ist und gleichzeitig die sepal length kleiner als 5,5 ist, dann habe ich die eine Klasse und sonst habe ich die andere Klasse. Das liegt jetzt daran, dass das so ein einfaches Toy-Problem ist, dass wir dafür auch sozusagen einen Classifier hardcoden könnten, den könnten wir so runterschreiben. Aber es gibt natürlich kompliziertere Sachen wie die Digits. Das ist jetzt nur deshalb so schön einfach, damit wir das visualisieren können. Aber Sie haben völlig recht. Also, welches Label würden wir jetzt hier geben? Versicolor. Jetzt ist hier ein anderer Testpunkt und jetzt ist irgendwie schon klar, dem geben wir sogar noch sicherer Versicolor, ja, weil der hier wirklich umgeben ist von solchen roten Punkten. Nächstes Beispiel hier oben, was würden wir jetzt machen? Jetzt würden wir natürlich die andere Sorte nehmen, weil wir plötzlich in so einer blauen Region gelandet sind. Okay? Und da an der Stelle, da sind wir schon, ist uns schon ein bisschen unklarer, ist schon eine ungewöhnliche Setosa. Ja, die hat ja relativ kleine sepal width. Aber trotzdem würden wir eher sagen, wenn wir uns entscheiden müssen zwischen diesen beiden Klassen, dann würden wir sagen, das ist jetzt auch Setosa. Hier so in der Zwischenwelt, da ist es ein bisschen unklarer. Ja, da würden wir zwar jetzt tendenziell auch sagen, gut, es ist irgendwie näher bei den roten Punkten, also geben wir ein rotes Label. Aber in der Mitte sind wir uns schon unsicherer. Ja, und Sie sehen auch schon an der Wortwahl, so mit Sicherheit und so, wenn wir also wirklich hier in der gleichen Gegend sind, wo die blauen Punkte sind, dann sind wir uns sehr sicher in der Entscheidung. Und wenn wir in so eine Zwischenregion kommen, dann würden wir uns vielleicht wohl auch entscheiden können, aber wir sind uns dabei unsicherer. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Fehler machen, ist irgendwie größer. Ja, das spielt jetzt für die Classifier, den wir heute betrachten, erstmal keine Rolle. Aber tendenziell gibt es Classifier, die Ihnen dann auch eine Wahrscheinlichkeit liefern. Wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass ich in der einen oder in der anderen Klasse ist? Gut, jetzt hier habe ich dann so einen Testpunkt, der wirklich in der Mitte ist. Ja, und da wird es dann schon schwieriger. Ja, tendenziell würde man jetzt hier sagen, gut, hier ist so ein roter Punkt eher in der Nähe als der blaue Punkt. Dann sagen wir mal der rote Punkt, okay? Haben wir also einen Algorithmus gefunden? Ja, einfache Idee. Wir nehmen einfach das Label vom nächsten Nachbarn.
Ja, das ist also schon der erste Classifier, ein einfacher Machine Learning Algorithmus, das heißt Nearest Neighbors. Ja, das ist also tatsächlich ein Algorithmus, der benutzt wird, der oft sehr gut funktioniert. Okay? Jetzt einfache Frage, jetzt für Mathematikerinnen und Mathematiker und sonst wie, wie rechnet man denn jetzt hier so Distanzen aus? Aber ich wollte Ihnen das einmal haarklein erklären, wie man jetzt von den Zahlen zu den Distanzen kommt, um mal zu sagen, was heißt denn jetzt Nearness, was heißt denn jetzt nächster Nachbar? Deswegen zeige ich Ihnen mal, wie man das ausrechnet. Und nehmen wir mal diesen Punkt hier vorne, dieses große X und diesen roten Punkt hier. Ich muss natürlich den Abstand zu allen Punkten berechnen und dann nehme ich den nächsten Nachbarn. Aber als Beispiel nehmen wir mal diesen roten Punkt und dieses X. Wie rechnet man da jetzt den Abstand aus? Ja, und es ist der erste Weg, wie man es machen kann, ist, man nimmt sich einen Zollstock, also man malt sich die Punkte an die Tafel und misst es mit dem Zollstock ab. Erste Methode. Ja. Aber es geht auch noch anders, und zwar so, dass man also die Koordinaten jetzt von diesen Punkten nimmt, ja, und da eine Formel ausrechnet. Und die Formel, die man hier benutzen muss, ist wirklich einfach der Satz des Pythagoras. Ja, der kommt also davor. Woran liegt das? Naja, diese Länge a, die kann ich ganz einfach ausrechnen, indem ich die Differenz zwischen praktisch diesen x-Koordinaten von diesen beiden Datenpunkten nehme. Ja, und die Länge b, die rechne ich halt aus, indem ich die Differenz der y-Koordinaten nehme. Okay, das kann ich also leicht ausrechnen, a und b. Okay, und dann gibt es a² plus b² gleich c² für rechtwinklige Dreiecke. Ja, und wenn wir das dann umformen, dann bekommen wir also die Wurzel aus der Summe der Quadrate und können das also einfach ausrechnen. Ja, und das mag jetzt für Sie total trivial erscheinen, aber jetzt ist natürlich eine interessante Frage, wenn ich nicht nur zwei Merkmale habe, sondern ich habe vielleicht vier Merkmale, wie das wirklich in der Iris Dataset ist, wie sieht das denn dann aus? Wie würde ich das denn dann machen? Oder Sie haben jetzt diese Digits und diese Digits, die haben 28 Quadrat viele Einträge, also 28 mal 28 Pixel. Das heißt, plötzlich sind Sie in einem 28 Quadrat großen Raum. Wie viel ist das denn eigentlich? Weiß das jemand auswendig? Ah, 784-dimensionalen Raum. Ja, das ist jetzt schon höherdimensional. Wahrscheinlich, wenn Sie so Mathematiker-Kollegen haben oder sowas und die reden dann immer von so hochdimensionalen Räumen, dann denken die immer so, boah, das sind ja, die müssen ja super schlau sein und so, dass sie über sowas nachdenken können in so hochdimensionalen Raum. Ich freue mich, wenn ich mich im dreidimensionalen Raum einigermaßen auskenne oder im zweidimensionalen Raum der Stadt, des Stadtplans oder sowas. Wie machen das hier in diesen hochdimensionalen Räumen? Das erzähle ich Ihnen jetzt. Ja, also das ist also hier die Lösung für den zweidimensionalen Raum und Sie sind hoffentlich etwas gelangweilt, ja. Dann kommt als nächstes dann jetzt, wenn das hier funktioniert, der vierdimensionale Raum. Und am Ende ist es eigentlich genauso einfach. Schauen wir uns als erstes mal diese Formel an. Die ist irgendwie einfach nur verallgemeinert. Anstatt dass ich nur eine Koordinate nehme und die Differenz zum Quadrat und dann die zweite Koordinate und die Differenz zum Quadrat, nehme ich jetzt einfach auch die dritte Koordinate Differenz zum Quadrat und die vierte Koordinate Differenz zum Quadrat und ziehe dann insgesamt die Wurzel raus. Das ist also die Formel für vier Dimensionen. Okay? Das ist jetzt also der Fall, wo ich jetzt nicht nur diese Sepal-Length, Sepal-Width, sondern auch noch die Petal-Length und die Petal-Width berücksichtige, wenn ich also vier Features habe. Ja, und jetzt können Sie auf der Party mitreden und können sagen, ja, wir arbeiten jetzt auch im vierdimensionalen Raum und dann bekommen Sie dann auch hoffentlich dann Bewunderung von den anderen Leuten oder Abscheu. Das kommt wahrscheinlich auf den Betrachter an. Ja, und wir pushen das jetzt noch weiter in den hundertdimensionalen Raum. Ja. Das Einzige, was sich jetzt hier ändert, ist die Notation, weil jetzt so 100 Terme aufschreiben macht keinen Spaß. Ja. Deswegen benutzen wir hier dieses Summenzeichen. Und dieses Summenzeichen, das heißt einfach nur, dass ich das jetzt ausschreiben müsste für a1 minus b1 in Klammern zum Quadrat plus a2 minus b2 in Klammern zum Quadrat plus und so weiter bis a100 minus b100 in Klammern zum Quadrat. Ja, Sie jetzt als halbe Informatiker und Informatikerinnen und so schockt das ja gar nicht mehr. Das ist halt einfach eine For Loop, ne? Ja, das ist einfach eine Notation der Mathematiker für eine For Loop. Das ist also so eine For Loop, wo eine Indexvariable von i gleich 1 bis 100 geht und darunter steht dann so ein Term. Und die Operation, die man immer macht, ist alles aufsummieren. Okay? So und so kann man das auch im hundertdimensionalen Raum machen. Und ich hoffe, Ihnen ist jetzt auch klar, dass man das auch im tausenddimensionalen Raum macht. Oder wie ich dann als Mathematiker gerne sagen würde, wir machen das natürlich auch im d-dimensionalen Raum. Ich lege das gar nicht fest, dieses d. Ja, ich kann das für jede Integer-Zahl, geht das natürlich, für jede ganze Zahl. Okay, super. Jetzt wissen Sie also, dass man also Distanzen ausrechnen kann, nicht nur auf dem Stadtplan, wo es zweidimensional ist, sondern wir können das auch im 3, 4, 5,
100-dimensionalen machen. Warum ist das jetzt irgendwie toll, außer dass es jetzt irgendwie cool ist? Naja, das Tolle daran ist halt, ich habe unter Umständen halt einen Datensatz, wo ich 100 Features habe, also wo ich 100 Sachen gemessen habe von meiner Pflanze. Und wenn ich da Nearest Neighbor anwenden möchte, dann muss ich halt Distanzen ausrechnen können in diesem 100-dimensionalen Raum. Okay, deswegen ist das relevant. Oder im 784-dimensionalen Raum von diesen Ziffern, von diesen handgeschriebenen Ziffern. Okay? Aber es ist wirklich so einfach, wie ich Ihnen das jetzt präsentiert habe. Es ist nicht schwieriger als das, was ich Ihnen gesagt habe, in diesem höherdimensionalen Raum. Gut. Wie sieht das jetzt ganz konkret aus, wenn ich jetzt ein Computerprogramm schreiben würde von Hand? Ja, was muss ich denn machen? Ich habe mir diese Datenbank gegeben. In diesem Fall ist das eine kleine Tabelle mit 10 Datenpunkten, ja, die jetzt hier visualisiert sind. Was muss ich denn während des Trainings machen eines Nearest Neighbor Classifiers? Im Wesentlichen muss ich die ganzen Daten abspeichern. Ja? Und warum speichere ich sie ab? Weil wenn ich das jetzt anwenden möchte auf Testpunkte, dann nehme ich mir jeden Testpunkt und rechne die Distanzen zu allen Trainingspunkten aus. Okay? Und dann habe ich eine Liste von Zahlen, von Distanzen zu allen Trainingspunkten und da suche ich mir die kleinste Zahl raus. Und die kleinste Zahl korrespondiert dann also zu einem Trainingspunkt, dem ich am nächsten bin, meinem Nearest Neighbor. Und bei dem schaue ich dann einfach, welches Label der gehabt hat. Und das Label gebe ich dann auch den entsprechenden Punkten. Okay, und insofern wäre das denn jetzt hier einfach, bekomme ich blaue X und rote X. Frage? Ah, super Frage. Das machen wir, warum, also ich wiederhole die Frage nochmal für die Zuschauer am Fernsehgerät zu Hause. Warum nimmt man nur einen Nachbarn und warum nimmt man nicht alle oder eine Gruppe von Nachbarn oder sowas? Das machen wir jetzt hier, weil das der einfachstmögliche Classifier ist. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Gleich ungefähr 10 Slides weiter werde ich argumentieren, dass es eigentlich schlauer ist, es so zu machen, wie Sie sagen. Dass man also mehr als einen Nachbarn nimmt. Aber wir können kurz darüber nachdenken, was würde denn passieren, wenn ich alle Trainingspunkte nehmen würde? Ja, ich nehme gar nicht nur die Nearest Neighbors, sondern ich nehme einfach alle Trainingspunkte, ja, und mache dann Majority Vote, also lass sie abstimmen, welches Label ist es. Dann gibt es halt unter Umständen das Problem, oder dann gibt es das Problem, dass ich auf all meinen Testpunkten immer nur noch ein Label habe, und zwar das Label, was häufiger in meiner Trainingsmenge vorgekommen ist. Jetzt ist es bei dieser Iris-Dataset so, dass ich gleich viele Beispiele habe. Da kann es also auch sein, dass ich mich eigentlich nicht entscheiden kann. Da würde ich dann womöglich noch eine Münze werfen, ja, um mich zu entscheiden. Und dann würde ich natürlich eine schlechte Entscheidung treffen, weil ich dann praktisch den Ort von dem Punkt gar nicht mehr berücksichtige, wenn ich alle Datenpunkte berücksichtige. Das heißt also, ein guter Kompromiss zwischen One Nearest Neighbor und All Data Points Nearest Neighbor ist dann also vielleicht, dass man 5 Datenpunkte nimmt oder dass man 10 nimmt. Ja, und das ist ein Hyperparameter, also ein Parameter von diesem Verfahren, ja, womit man die Leistung, die Performance von dem System noch verbessern kann vielleicht. Ja. Da kommen wir aber noch später zum Ende der Vorlesung. Gut, soweit so gut. So funktioniert also der Nearest Neighbor Classifier. Es gibt natürlich andere Classifier, Support-Vector-Maschine oder Decision-Trees oder. Da passiert in der Trainingsrunde, ja, da passieren auch andere Sachen. Da werden irgendwelche Optimierungsprobleme gelöst oder irgendwelche Sachen, sonstige Sachen ausgerechnet oder Mittelwerte ausgerechnet oder. Das heißt, Sie sind völlig frei, was Sie hier machen. Beim Nearest Neighbor sozusagen ist es halt das Einfachstmögliche. Sie speichern einfach alle Daten ab. Okay? Da ist natürlich auch ein Nachteil, wenn Sie halt eine riesige Dataset haben, ja, meinetwegen diese handgeschriebenen Ziffern, da hat man 60.000 Trainingspunkte, die müsste man jetzt alle abspeichern erstmal, wenn man so einen Classifier machen wollte. Und wenn man den anwenden möchte, dann müsste man auch die Distanz zu all diesen Beispielen ausrechnen, was natürlich nicht so das Schlauste ist, wenn es jetzt auf Schnelligkeit angeht. Ne?